Guten Abend zusammen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich im Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung Bayern und des Kurt-Eisner-Vereins. Mein Name ist Julia Killert. Ich bin die Geschäftsführerin des Kurt-Eisner-Vereins und werde heute Abend die Moderation übernehmen. Heute beschäftigen wir uns mit einem sehr spannenden Thema, nämlich mit der Geschichte des Roten Wiens. Dazu haben wir Frau Dr. Veronika Dumer eingeladen. Veronika Dumer hat Geschichte an der Universität in Wien studiert und über die österreichische Sozialdemokratin und Überlebende des Konzentrationslagers Ravensbrück, Rosa Jochmann, promoviert. Darüber sprechen wir aber heute nicht, sondern über das Rote Wien. Derzeit ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Geschichte an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Ich begrüße dich sehr herzlich. Schön, dass du dir heute Abend Zeit für uns genommen hast. Doch bevor wir nun ins Thema einsteigen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass wir jetzt gerade live sind und dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit haben, über die Kommentarspalten Fragen zu stellen. Die werden dann an uns weitergeleitet. Veronika Dumer, du hast dich mit der Geschichte des Roten Wiens beschäftigt. Könntest du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern kurz erklären, was ist das Rote Wien eigentlich? Okay, ja, erstmal schönen Abend auch von meiner Seite und danke für die Einladung und die Einleitung. Ja, was ist das Rote Wien in kurz? Also wenn man so eine ganz enge Definition geben möchte, ist das die Zeit, in der die Sozialdemokratie in Wien regiert hat, also der Hauptstadt von Österreich, und zwar vom Jahr 1919 bis 1934. Dann wurde sozusagen nach 15 Jahren das politische Projekt vom Austrofaschismus zerschlagen. Also, und international ist das Rote Wien vor allem durch den Wohnbau bekannt. Aber man kann sich eben auch seine umfassendere Definition vom Roten Wien geben, wenn man sich, wie ich das in der Präsentation auch gleich machen möchte, ansieht, die umfassenden Reformen, die auch in der Sozialpolitik, in der Gesundheitspolitik durchgeführt wurden, sind ein breites Erziehungs-, Kultur- und Bildungsprogramm, das ganz neue politische Handlungsräume eröffnet hat und kulturelle. Und mit all diesen Neuerungen ist das eben das Rote Wien nicht allein auf sozusagen eine wohlfahrtsstaatliche Lokalpolitik zu reduzieren, sondern ist ein Projekt der umfassenden Demokratisierung des urbanen Raums zu bezeichnen. Und so als zweite Wiener Moderne, wie gerade eine neue Quellenedition zum Roten Wien anlässlich des 100-jährigen Jubiläums das Rote Wien auch bezeichnet hat. Genau, das werde ich aber jetzt gleich noch breiter ausführen, was man darunter verstehen kann. Ja, genau. Du hast eine Präsentation für uns vorbereitet. Da wird es dann auch einige Bilder geben. Und ja, ich würde einfach sagen, jetzt uns allen viel Freude bei der Präsentation. Okay, also wie gesagt, die sehr enge Definition fasst das Rote Wien als Projekt eben der sozialdemokratischen Stadtregierung, dass die Sozialdemokratie immer die absolute Mehrheit hatte in diesen Jahren 1919 bis 1934 oder eben als zweite Wiener Moderne, wie das vor allem in diesem Quellenband, der jetzt erst eben jüngst erschienen ist, argumentiert wird. Bezeichnet wird. Also das ist das Band, das Rote Wien, Schlüsseltexte der zweiten Moderne, ganz links unten. Was werde ich heute machen? Also um ein bisschen verständlich zu machen, wie es zu diesem vor allem Wohnbauprogramm gekommen ist, das ja auch im Mittelpunkt der Präsentation heute steht, möchte ich zuerst ein bisschen was sagen über die historische Ausgangssituation zum Roten Wien. Dann natürlich das Projekt selbst vorstellen, mit Fokus auf den Wohnbau. Und anschließend auch ein bisschen skizzieren, wie das Rote Wien dann geendet ist, beziehungsweise gestürzt wurde durch den Austrofaschismus. Zur historischen Ausgangssituation. Wien ist im 19. Jahrhundert um die Jahrhundertwende zu einer Großstadt angewachsen, war früher Reichshauptstadt und Residenzstadt der KK-Doppelmonarchie Österreich-Ungarn, die hier symbolisiert werden durch die Bilder aus den sozusagen Kitschfilmen über Österreich, durch den Kaiser und Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz. Auf jeden Fall das hat eine Industrialisierung stattgefunden, eine ganz starke, und ein Bevölkerungswachstum damit einhergehend und eine starke Arbeitsmigration nach Wien, wo einfach auch Fabriken und Industrie lokalisiert waren. Das heißt, die Einwohnerinnenzahl ist gewachsen von 200.000 Einwohnern am Ende des 19. Jahrhunderts bis über 2 Millionen um 1900. Und Wien war damals unter den 5 größten Städten der Welt, also um 1910.
Und zwar hinter London, New York und Paris und Chicago kam Wien und dann Berlin und Tokio erst. Also um das hier nochmal zu zeigen, das ist die Karte zu Österreich-Ungarn und hier im Westen liegt Österreich, wie die erste Republik sozusagen nach 1919 dann ausgesehen hat. Und es kamen vor allem hier aus Norden und Nordosten ganz viele also Arbeiterinnen und Arbeiter auch nach Wien unter anderem, die die Großstadt haben wachsen lassen. Zur sozialräumlichen Struktur. Also ich zeige das hier vielleicht an einer Karte, da kann man das besser erkennen. Das ist eine Karte von heute, aber was man hier sieht, ist in der Mitte, das ist die innere Stadt, also die ist so ringförmig angeordnete Stadt. Die ist vielleicht Ihnen noch am ehesten ein Begriff, weil in der inneren Stadt diese historistischen Prunkbauten stehen. Also das war auch das alte historische Stadtzentrum. Und rundherum befindet sich hat sich die alte Stadtmauer befunden, die dann und nach eben sozusagen die Stadt wurde vergrößert und die Bezirke eingemeindet. Und die Migration ging jetzt vor allem in die Außenbezirke. Also die sieht man zum Beispiel hier im Nordwesten oder im Süden, also Favoriten, Simmering, das sind so die klassischen Arbeiterinnenbezirke, wo auch Fabriken standen, wo die Bevölkerung vor allem zugenommen hat. Und wichtig, das da noch zu wissen, also es gibt sozusagen diesen Ring um die innere Stadt und um die innere Stadt herum sind so Bezirke von, also hier steht Alsergrund, Josefstadt, Neubau bis zur Landstraße. Und da war nochmal eine Stadtmauer außen herum. Das ist wichtig zu wissen, weil das ist heute also das heißt die größte Verkehrsstraße in Österreich, also so eine Wiener Gürtel, der so rundherum führt. Und nicht in Österreich, in Wien natürlich. Und das ist auch da, wo die Ringstraße des Proletariats, also wie man das genannt hat, sozusagen gebaut wurde, als Gegenbeispiel zu der Ringstraße um die inneren Stadt mit diesen historistischen Prunkbauten. Und die Arbeiterinnen sozusagen haben natürlich eher nicht in der inneren Stadt gewohnt, sondern in den Außenbezirken, die nach und nach eingemeindet wurden. Was vielleicht noch wichtig ist zur Vorgeschichte, ist, dass es bereits um 1900, also das, was eigentlich bekannt ist, ist Wiener Moderne, eine Stadtplanung gegeben hat und ein Stadterneuerungsprogramm im Zuge des Wachstums mit kommunalen Großprojekten, wie zum Beispiel die berühmte Wiener Hochquellwasserleitung oder eben Gas und eine Kommunalisierung der Gas- und Stromversorgung, Elektrizitätsversorgung oder Straßenbahnen. Und damit verbunden ist ein christlich-sozialer Bürgermeister, der für den noch Antisemitismus als politisches Programm Teil war, also Karl Loeger. Und hier sieht man sein Denkmal in Wien, das schon lange geplant wird, eben eigentlich zu erneuern oder zu kommentieren aufgrund dieser antisemitistischen Programms. Und nachdem das nicht stattgefunden hat, hat eine Künstlerinnen- und Aktivistinnengruppe das selbst übernommen. Genau, aber das ist sozusagen die Epoche, die als Wiener Moderne bezeichnet wird, als Blütezeit mit Kunst, Kultur und Wissenschaften, wogegen das Rote Wien jetzt als zweite Wiener Moderne auch nochmal gesetzt wird. Für die Geschichte des Roten Wien ist sehr relevant die Geschichte der Sozialdemokratie und deren Gründung und Gründungsgeschichte selbst ist eng verbunden mit der Geschichte der Ziegelarbeiter und Ziegelarbeiterinnen am Wienerberg, also das ist im 10. Bezirk, einer dieser Außenbezirke in Wien, wo ganz viele Wanderarbeiterinnen oder Arbeiterinnen gearbeitet haben, die eben zum Beispiel aus Böhmen und Mähren zugewandert sind. Und deshalb gab es diesen Namen der sogenannten Ziegelböhm für die dort arbeitenden Menschen. Und daher kamen zum Beispiel auch die ganzen Steine und Ziegel für die Prunkringstraße, die historistische. Und Viktor Adler, also der eben die Gründungsfigur der österreichischen Sozialdemokratie, hat begonnen um 1900 hier eben Reportagen über die schrecklichen Zustände zu schreiben, in denen da die Ziegelarbeiter und Ziegelarbeiterinnen gelebt haben. Also in der Sozialdemokratischen Zeitung wurden die veröffentlicht. Und das war eben sozusagen, das ist ein ganz wichtiger Teil des Gründungsmythos und der Gründungsperson sozusagen von Viktor Adler und der Sozialdemokratie. Genau. Die sich dann eben Ende des 19. Jahrhunderts sozusagen auf einem großen Einigungsparteitag zusammengeschlossen hat. Und diese Geschichte der Wiener Ziegelarbeiter und Ziegelarbeiterinnen ist im Stadtbild nach wie vor verankert. Zum Beispiel wieder eben dort, wo früher auch die Ziegelwerke waren, in Favoriten. Hier etwa aus einem
einen Fries noch aus dem Jahr 1926 oder auch aus den 50er Jahren rechts unten. Und was es noch gibt, ist sozusagen der böhmische Prater. Also der ist genau dort in dieser Gegend, wo früher auch diese Ziegelwerke waren. Auch ein bisschen das Gegenteil zu diesem, also es gibt noch den sogenannten Grünen- oder Wurstelprater, wo eben diese eher die Vergnügungsparks sind. Und das war sozusagen ein Ort für auch eine Vergnügungsstätte für die Arbeiterinnen und Arbeiter der Ziegelfabriken. Dann, es gab eben mehrere Voraussetzungen, dass das Rote Wien so entstehen konnte, wie es entstanden ist. Und zwar Ende des Ersten Weltkriegs und die Gründung der Republik in Österreich, also von der Monarchie zur Republik. Dann die Einführung des lang erkämpften allgemeinen und gleichen Wahlrechts, wobei man, also das war jetzt diesmal wirklich ein Wahlrecht, das für alle gilt. Also das war 11 Jahre nach dem Durchsetzen des allgemeinen Männerwahlrechts in Österreich. Und genau, Sexarbeiterinnen blieben nochmal ausgeschlossen und mussten nochmal bis 1923 warten, bis sie wählen durften. Aber prinzipiell war das eben eine wichtige Voraussetzung, also für das Projekt der Sozialdemokratie, das Wahlrecht, die Gründung der Republik und eine starke Arbeiterinnen- und Frauen- und Rätebewegung, die eben vor allem nach dem Ersten Weltkrieg aktiv war. So. Und das ist wichtig, also deswegen habe ich auch diese zwei Bilder hereingenommen. Was Sie hier sehen, ist einmal die Frauenbewegung rechts unten, die das sozusagen vor allem für das Recht auf Wahlen hier gefordert hat. Und auf der linken Seite ist ein Bild aus das offizielle Aufnahmen zu dem Zeitpunkt, dass die Republik ausgerufen wurde. Und da steht noch hoch die Sozialistische Republik. Und das Sozialistische wurde dann aber, also das war sozusagen eine Forderung dieser Demonstranten, die hier standen, aber das war dann nicht mehr sozusagen offiziell Teil dieser Republik. Aber das Wahlrecht war eben deshalb auch so wichtig, weil die Sozialdemokratie ab den ersten Wahlen in der Gemeinde Wien immer die absolute Mehrheit hat und deshalb ihr Programm auch dort durchziehen konnte. Genau, und was ich noch zu den sozialen Bewegungen auf der Straße sagen wollte, das ist wichtig für die Frage, woher kam auch die politische Stärke der Sozialdemokratie? Ende des Ersten Weltkriegs war ja in ganz Europa, nicht nur in Österreich, geprägt von Wirtschaftskrise, Hunger, Revolten, auch schlechten Wohnverhältnissen und sozialen Protesten, Demonstrationen. Und auch in Österreich haben sich eben zum Beispiel Rätestrukturen gebildet nach dem Vorbild der russischen Revolution oder der Räterepubliken in Deutschland und Ungarn. Und dieser Druck der Straße und den Betrieben verlieh auch der Sozialdemokratie Handlungsmacht im Parlament. Genau. Und im Jahr 1920 gab es dann auch also österreichweit auf Bundesebene eine Koalition mit der Christlich-Sozialen Partei. Und da wurden eben zentrale sozialstaatliche Errungenschaften erstmal eingeführt, wie zum Beispiel eben der 8-Stunden-Tag, der bezahlte Urlaub, das Betriebsrätegesetz, ein Gesetz zum Mieterschutz und so weiter. Und zum Roten Wien selbst. Also auf Bundesebene war eben die Sozialdemokratie dann nach 1922 nicht mehr, also sozusagen wurde nicht mehr Teil der Regierung, aber eben auf der Ebene der, also sozusagen der Wiener Gemeinde- und Landtagswahlen hatte sie eben immer die absolute Mehrheit und das ermöglichte eben sozusagen Wien nochmal von Grund auf umzukrempeln. Und nur um so Beispiele zu nennen, also sie hat ihren Höhepunkt an Mitgliedern war 1929 mit ungefähr 17.000 Mitgliedern, also österreichweit. Was man noch vielleicht zu so einer kommunistischen Partei sagen könnte, ist, dass sie sich so neben der Sozialdemokratie, die auch immer so einen radikalen, also seinen sehr radikalen Flügel immer auch integriert hat, sich nicht behaupten konnte, außer in der Zeit der Illegalität, als sie dann wirklich stark wurde, also die kommunistische Partei in der Illegalität, im Austrofaschismus und im Nationalsozialismus. Aber was halt durch diese Wahlen, dass sie eben auf Bundesebene nicht gewählt wurde und auf Stadtebene immer die Mehrheit hatte, gab sich eben ein Bild sozusagen, dass das rote Österreich umgeben war, die rote Stadt Wien umgeben war von einem schwarzen Österreich, die immer schon, sagen die Länder, eher christlich-sozial dominiert waren und überhaupt nicht einverstanden mit der Politik im roten Wien. Und Wien immer so als Gegenbeispiel und Feindbild einfach herhalten musste und immer schon von Beginn an massiver Kritik auch ausgesetzt, auch von bürgerlichen und rechten Kräften. Zentral war auf jeden Fall im Roten Wien, also was hat das Projekt alles umfasst? Einerseits ein umfangreicher Bauplan, was jetzt Wohnungen betrifft, Gemeindewohnungen. Es war geprägt von eben
ganz massiv, also das war quasi die Antwort auch von Wien auf die Krise des ersten, nach dem Ersten Weltkrieg, eine massive Investition in soziale Infrastruktur, in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Es gab viele Vergesellschaftungen im Reproduktionsbereich, die werde ich auch nochmal genauer anführen. Und die Idee war eben schon in einer Stadt eine, diese Vorwegnahme der sozialistischen Gesellschaft zu ermöglichen. Also auch darin, mit dieser Politik einen neuen Menschen zu formen, der dann eben, und eine neue Frau, der und die dann eben Trägerin einer sozialistischen Gesellschaft ist, auch schon sozusagen in einer kapitalistischen Welt. Und das ist auch der Grund, diese umfassenden Reformen, warum von zweiter Wiener Moderne gesprochen werden kann. Und eine wesentliche also warum, wie war das überhaupt möglich, jetzt abgesehen von den Wahlerfolgen, die die Sozialdemokratie hatte, ganz wichtig war auf jeden Fall die steuerliche Umverteilung von oben nach unten. Und die Voraussetzung dafür war wiederum, dass Wien im Jahr 1922 ein eigenes Bundesland wurde, also schon 1920 eingeleitet, aber 1922 dann bestand tatsächlich als eigenes Bundesland. Das heißt, es gab einen großen Spielraum, was jetzt vor allem die Steuerhoheit nochmal betraf. Und bekannt mit dem Namen ist vor allem, also mit der Frage von der Steuer, ist der Name Hugo Breitner, des Finanzstaatsrats, der eben gemeinsam mit anderen ein Programm ausgearbeitet hat zur steuerlichen Umverteilung. Also es gab die berühmten Luxussteuern, die sich bezogen haben zum Beispiel auf den Besitz von Automobilen, Rennpferden, auf Hauspersonal und andere Luxusgüter und Luxuskonsum. Und vor allem ganz zentral auch für das Wohnbauprogramm war eine Wohnbausteuer, die sozial gestaffelt war. Und die Idee war eben, dass insgesamt alle, also die meisten indirekten Steuern, also so wie die Mehrwertsteuer, umgewandelt wird in progressive, direkte Steuern. Und auf die Aufnahme von Krediten sollte generell verzichtet werden. Das war so die Leitlinien dieses Steuerprogramms. Und wie gesagt, es gab von Anfang an Angriffe auf Wien, aber natürlich auch dann gegen die Figur Hugo Breitner persönlich, verbunden eben also mit Antisemitismus oder eben hier sozusagen als Steuerbolschewist bezeichnet. Und hier sind die entsprechenden Plakate, die hier im Umlauf waren. Also das erste Plakat links ist ein Plakat von der Sozialdemokratie selbst, die einfach immer auch in Bildern und in Sprache gezeigt haben, wem sie das Geld wegnehmen möchten und wem sie es geben möchten. Und hier von den rechten und bürgerlichen Kräften, die sozusagen antisemitischen Plakate gegen Hugo Breitner, den Finanzstadtrat. Also im Überblick, es gibt eben sozusagen ein großes Wohnbauprogramm, es gibt aber auch Sozialpolitik, die sich das Rote Wien auf die Fahne geschrieben hat, also Interventionen in Fragen von Gesundheit, Sport, Körperkultur, Erziehung und Bildung und in die Kulturpolitik. Und ich werde jetzt auf jeden Fall also diese Punkte auch erwähnen, aber fokussieren auf das Wohnbauprogramm. Wie gesagt, war nach dem Ersten Weltkrieg die Wohnsituation katastrophal, also in vielen europäischen Großstädten, nicht nur in Wien. Aber die Situation war von Wien geprägt von der Inflation, von der Wirtschaftskrise, Hunger, Krankheiten. Es gab sogar die Bezeichnung sogenannte Wiener Krankheit, also für Tuberkulose und Rachitis. Katastrophale Wohnverhältnisse in diesen in sogenannten Elendsvierteln. Kein Kündigungsschutz und so weiter. Und was Sie hier sehen, sind unten links im Bild sind Bilder von den sogenannten und gefürchteten Zinskasernen oder Basenerhäuser, Gangküchenhäuser, also die kleine Wohnungen haben mit manchmal sogar sozusagen keinem Fenster ins Freie, sondern auf diesen sogenannten Lichthof, den Sie hier im zweiten Bild abgebildet sehen, also keine direkte Licht- und Luftdurchfuhr oder eben überhaupt in solchen sogenannten Bretteldörfern, wie ganz rechts zu sehen ist. Und exemplarisch dazu möchte ich gerne einen Kommentar, also von einer Zeitzeugin ein Zitat vorlesen, und zwar von Rosa Jochmann, die selbst in Wien aufgewachsen ist, also um 1901 geboren und dann eben als Widerstandskämpferin und Zeitzeugin in Österreich auch bekannt geworden ist. Aber die resümiert über diese Zeit, über die sogenannten Bettgeher, das ist vielleicht, das ist auch in Deutschland, glaube ich, ein Begriff, also einfach untertags hat man in einer Wohnung gelebt und am Abend kann dann die andere Mietpartei sozusagen dort geschlafen, während die andere Person arbeiten geht. Und sie sagt, mit den Eltern waren wir 6 Personen, noch dazu 2 Bettgeher. Wir haben Zimmer und Küche. Mutter konnte unsere Wohnung nicht nach dem Gesetz von Licht, Luft und Sonne auswählen, sondern musste immer die billigste Wohnung nehmen. Wenn sie irgendwo von ein paar billigeren Wohnungen hörte, drängte sie zum Übersiedeln, um bei der Miete ein paar Kronen einzusparen.
Das ist so auch die Erzählung der Sozialdemokratie sozusagen über diese Wohnverhältnisse. Und die Stichworte Licht, Luft und Sonne sind eben auch zentral fürs Rote Wien, weil sie die dann eben in Verbindung mit den neuen Gemeindebauten bringt. Und was macht jetzt die Gemeinde Wien in dieser Situation? Also sie richtet auf jeden Fall Notquartiere erstmal ein in leeren Wohnungen, Kasernen, Hotels und so weiter. Dann kauft sie Grundstücke auf in der ganzen Stadt und wird dann also 1924 ist sie die größte Grundbesitzerin in Wien, also die Gemeinde selbst. Und insgesamt werden in diesem Zeitraum, also von Anfang der 20er Jahre bis ins Jahr 1934, über 61.000 Wohnungen für etwa 200.000 Menschen errichtet. Es gibt ganz verschiedene Architekten und Architektinnen, aber es gibt, also insgesamt sind es 199 und zwei davon waren Frauen, die ihnen wahrscheinlich auch ein Begriff sind, Jutta Lihotzky und Ella Brix. Und die Miete so einer Wohnung sollte eben, also das Ganze war sozusagen nicht gewinnbringend orientiert und die Miete waren etwa 4% eines Arbeitermonatslohns. Und die Vergabe der Wohnungen hat eben erfolgt durch ein sozial gestaffeltes Punktesystem, das Kriterien beinhaltete, wie ist die Person wohnungslos, arbeitslos, besteht Kriegsinvalidität und so weiter. Aber auch ein wichtiges Kriterium war die Kategorie, und das gibt es zum Beispiel heute nicht mehr, in Wien geboren. Das heißt, und die war viermal höher bewertet in diesem Punktesystem als zum Beispiel die Staatsbürgerinnenschaft. Also diese Idee, wer in der Stadt lebt, kann auch einen Anspruch auf Wohnungen haben. Die Idee der Gemeindebauten, also es handelt sich da immer und meistens um mehrgeschossige Wohnblocks, die eben begrünte Innenhöfe haben, meistens große Flächen. Und die Idee war da eben dadurch so Solidarität und Gemeinschaft zu erzeugen und die Gesundheit zu fördern. Und meistens waren die auch noch ausgestattet mit einer lokalen Infrastruktur, wie zum Beispiel Kitas, also Kindergärten, Konsumgenossenschaften, Bildungseinrichtungen, Waschräumen, Bibliotheken und so weiter. Und das, also dann, die sollten die Nahversorgung und die lokale Infrastruktur sichern, also die Organisation des Alltags, beides auch Aufgaben, die vor allem in dieser Zeit von Frauen verrichtet wurden. Was Sie hier sehen, ist oben einmal das Bild vom Leopoldine Klöckelhof. Also auch einer der wenigen, die nach einer Frau benannt wurden, der Gemeindebau. Und unten der St. Leitenhof, der ist im 16. Bezirk. Für diejenigen von Ihnen, die schon mal in Wien waren, sehen Sie eine der größten Waschküchen. Genau. Und vielleicht noch interessant zu sagen, ist also, diese Gemeindebauten hatten auch eine symbolische Wirkung, also die bürgerlichen Kräfte zum Beispiel beklagten Geldverschwendung und unterstellten auch eine militärische Funktion diesen roten Burgen, wie sie sie genannt haben. Und sie müssen auch einigermaßen beeindruckt gewesen sein, wurden ja oft, also man sieht das später noch auf einem Foto, auch nicht in der Stadt, mitten in der Stadt gebaut, sondern am freien Feld, sozusagen, wo heute natürlich Stadt drumherum ist, aber damals war es nicht so. Genau. Also die Idee war auf jeden Fall auch, ein gesundes Wohnen zu schaffen, vor allem im Vergleich eben zu diesen sogenannten Zinskasernen, wie ich sie vorher nochmal gezeigt habe. Also das war immer so das Bild der Abgrenzung. Die sollten eben immer ausgestattet sein mit direkter Belüftung und Beleuchtung, hatten fließendes Wasser und Toiletten und waren im Schnitt etwa 38 bis 48 Quadratmeter groß und ausgestattet mit einer Wohnküche, einem Zimmer und unter Umständen noch bei den größeren Wohnungen mit einem Kabinett. Einen einheitlichen Stil gab es nicht. Es gab, wie gesagt, sehr viele Architektinnen insgesamt. Sie sind aber auf jeden Fall in Wien zu erkennen, also allein schon in dieser Struktur mit den Innenhöfen, dass sie so immer Wohnblocks sind, mehrstöckige. Dann gibt es beim Eingang meistens so Bilder errichtet von der Gemeinde Wien im Jahre von, also so Tafeln, dann kann man das dann genau ablesen. Und oft sind die Gemeindebauten auch noch ausgestattet mit Kunst am Bau. Wie Sie zum Beispiel hier unten sehen, im Bebelhof, das ist im 12. Bezirk in Wien. Das ist so eine steinerne Rutsche und ist ein Denkmal für das Kind zum Beispiel. Oder hier oben am Züricher Hof, der ist im 10. Wiener Gemeindebezirk, sehen Sie das Fries, glaube ich, der Arbeit, wo Arbeiter und Arbeiterinnen und Bauer sich die Hände reichen. So.
Der wohl bekannteste Gemeindebau ist der Karl-Marx-Hof, errichtet von 1927 bis 1930. Nicht der größte, aber der längste Gemeindebau. Sie sehen das hier ganz oben in der Skizze. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Schiff. Und das in der Mitte sind lauter begrünte Innenhöfe. Das waren eben über 1300 Wohnungen für damals ungefähr 5.000 bis 6.000 Menschen. Und damit verbunden eben der Satz von dem Bürgermeister bei der Eröffnung, wenn diese Steine, also der pathetische Satz, aber stimmt, wenn diese Steine einst mal nicht mehr, wenn wir einst nicht mehr sind, werden diese Steine für uns sprechen. Dann hier ist ein Beispiel von dem Sandleitenhof, weil er eben eine völlig andere Struktur hat und trotzdem eben eindeutig als Gemeindebau auch erkennbar ist, wie ich hier im Lageplan abgezeichnet habe, abzulesen ist. Der ist im 16. Wiener Gemeindebezirk, hat über 1500 Wohnungen für etwa 4.000 bis 5.000 Menschen. Also heute sind es natürlich entsprechend weniger, weil die Ansprüche gestiegen sind und der Wohnraum pro Kopf größer ist. Aber hier ist zum Beispiel ein Bild, wo Sie sehen, dass der damals noch quasi in der Vorstadt und mitten im freien Feld gebaut wurde. Also heute ist er natürlich total integriert in die Stadt. Dann noch ein letztes Beispiel von einem Gemeindebau ist von der eine der zwei Architektinnen, Ella Brix, auch über, also 119 Wohnungen insgesamt im 19. Bezirk. Das ist genau wie der Karl-Marx-Hof, eigentlich ein sehr bürgerlicher Bezirk. Aber das war auch und manchmal auch wahltaktisch und gezielt sozusagen, dass da so große Gemeindebauten hineingebaut wurden, um eben die Verhältnisse pro Bezirk zu ändern. Und hier sehen Sie nochmal eine Karte von der Stadtkarte, wie ich sie auch vorher gezeigt habe. Im ersten Bezirk sind eben damals, das geht bis 1930, dieser Plan, kein einziger Gemeindebau noch zu sehen, aber dafür hier rundherum, vor allem in den Vororten, die dann eben erst im 20. Jahrhundert eingemeindet wurden. Dann gab es aber nicht nur diese Superblocks, die gebaut wurden im Roten Wien, sondern auch Siedlungen, und zwar nach dem Krieg, wo eben Hunger und Wohnungsnot generell geherrscht haben, haben sich tausende wirklich sogenannte wilde Siedlerinnen am Stadtrand von Wien einfach genossenschaftlich selbst organisiert und haben angefangen, ihre Häuser zu bauen und dabei so eben Kleintierhaltung und zu betreiben und auch Gemüse und Obst anzubauen. Und es gab in der Stadtregierung auch immer unterschiedliche Positionierungen zu der Siedlerbewegung. Also aber im Endeffekt hat auch die, auch nach Protesten der Siedlerinnenbewegung selbst, die Gemeinde sozusagen diese finanziell und technisch unterstützt und hat zum Beispiel die Grundstücke, auf denen einfach wild gebaut wurde, aufgekauft. Und es gab auch ganz bekannte Vertreter aus dem Roten Wien, die jetzt die Siedlungsbauten gegenüber jetzt den Blockbauten unterstützt haben und gemeinsam, da findet viel eher Solidarität und Gemeinschaft statt als in diesen großen anonymen Bauten, anstatt im kleinen Familienhaus. Aber was sich durchgesetzt hat, war trotzdem in Wien diese großen Blockbauten im Endeffekt. Und insgesamt gab es aber auch in Wien bis 1925 3.000 Siedlungshäuser, mehr als 40 verschiedenen Anlagen. Und in das ganze Reformprogramm, in die Architektur des Roten Wiens, hat sich auch eingeschrieben, Kernthemen der Frauen- und Arbeiterinnenbewegung, ihrer Debatten, die sich dieser Zeit ganz oft gedreht haben um die Bereiche Wohnen, Leben und Arbeiten und die Frage, wie man die Produktionsverhältnisse reorganisieren kann. So, im Zentrum stand natürlich auch die Mehrfachbelastung der arbeitenden Frau, also der Arbeiterin, durch Lohnarbeit, Hausarbeit und Erziehungsarbeit. Und es gab eben sozusagen mehrere Entwürfe, wie das auch in Fragen von Wohnen umgesetzt und geändert werden kann. Und ein zentraler Ort, an dem sich so die Debatten und für das Verhältnis vom neuen Bauen, Ökonomie und Geschlechterverhältnissen zentralisiert haben, also zusammengefügt oder genau fokussiert haben, das war die Küche tatsächlich, die so im Fokus stand, Frauen bewegte, aber auch nationalökonomische Kalküle. Und das Interessante ist eben, also es gab zwei Pole, die Rationalisierung und Zentralisierung der Hauswirtschaft, die auch zusammengeht, aber nicht immer. Und interessanterweise ist auch, also dann in der Arbeiterinnenbewegung, dass sowieso auch Rationalisierung durch die in den Fabriken eher negativ konnotiert durch Intensivierung der Arbeit und Entlassungen. Aber in Bezug auf die Küche war sie sehr positiv konnotiert, nämlich mit der Entlastung der einzelnen Hausfrau, die dort arbeitet. Und die eben nochmal zeitsparend und effizient sozusagen ihre Arbeit verrichten kann, weil das
also sozusagen Reproduktionsarbeit, Frauenarbeit war, wurde zwar auch schon vor allem innerhalb der Frauenbewegung in Frage gestellt und debattiert, aber trotzdem war es im Großen und Ganzen relativ unbestritten, also sozusagen diese generelle Arbeitsteilung. Aber es ging darum, eben die Reproduktionsarbeit anders zu organisieren, genossenschaftlich oder eben effizienter und ökonomischer. Und im Roten Wien wurden eben in den Gemeindebauten unterschiedliche Küchentypen realisiert, nämlich von einer schmalen Kochnische für besonders ganz kleine Wohnungen in den Gemeindebauten über die Arbeitsküche, also die, zu der ich später noch was sagen würde, die über die Architektin Schütte-Lihotzky bekannt geworden ist, bis hin zur Wohnküche, die eben die Küche hin zum Wohnraum geöffnet hatte und die tatsächlich auch beworben wurde mit dem Argument, dass die Frauen eben während dem Kochen dann auch am politischen und am Familienleben teilhaben können. Also Sie sehen zum Beispiel einen Entwurf der ein Foto tatsächlich einer Wohnküche rechts unten auf dem Bild, also wo diese Frau auf dem Tisch sitzt und dann links daneben sind die Küchengeräte. Darüber, also und links daneben sehen Sie eine Gemeinschaftsküche, dazu sage ich gleich noch, also eine große Zentralküche. Und um obersten Bild sehen Sie, also diesen Betonguss, ist der erste Entwurf von Schütte-Lihotzky. Das war nämlich nicht sozusagen die Küche, wie Sie kennen, wie ich sie auch gleich vorstelle, sondern Schütte-Lihotzky hat am Amt für Siedlungswesen in Wien als Architektin gearbeitet und hat da versucht, eben Kleinküchen zu bauen für Wohnen und Bauen auf engstem Raum, also vor allem für die Siedlerinnenbewegung. Und hat diese Spülküche, die 1922 als Patent angemeldet wurde und dann auch eingebaut in diese Häuser der Siedlerinnenbewegung, entworfen. Und das ist ein Fertigteil aus Beton gegossen, mit eben Wasseranschluss, Spülbecken, Herd, Waschherd und Wanne, wo es aber auch schon darum geht, eben möglichst unnötige Fußwege zu vermeiden, alles an einem Ort zu haben und so weiter. Genau. Und vielleicht nochmal, Schütte-Lihotzky hat selbst im Laufe ihres Lebens mehrmals betont, dass sie sozusagen trotz dieser Küchenentwürfe nie einen Haushalt selbst geführt hat, viel gekocht hat oder besondere Erfahrungen mit Küchen gehabt hätte. Und das vielleicht damit, also das ist wichtig zu betonen, weil damit kontert sie der Unterstellung, dass eben eine weibliche Architektin besonders geeignet wäre, um Küchen zu entwerfen. Genau. Und sie hat ja auch ganz viele andere Dinge und Häuser entworfen in ihrem Leben. Diese Küchen ist so wie die Küche von Schütte-Lihotzky auch auf den Einzelhaushalt eingerichtet, den es eben galt zu rationalisieren. Und richtig berühmt wurde sie dann eben mit der sogenannten Frankfurter Küche, die dann, also sie bekam dann einen Ruf ans Wohnungsbauamt in Frankfurt 1926 und dort wurde diese Küche, also dann der Urtyp der Einbauküche, standardmäßig eingesetzt in die Siedlungshäuser in Frankfurt. Es gab aber eben auch so viele frauenbewegte Akteurinnen aus der Frauen- und Arbeiterinnenbewegung, die auch Kritik geleistet haben am Einzelhaushalt, die dann als unökonomischen Zwergenhaushalt bezeichnet haben und dem gegenüber gesetzt haben, vor allem den Faktor der Zentralisierung und Rationalisierung. Also dass eben das berühmteste Beispiel sind die Einküchenhäuser, mit deren Namen vor allem Lilli Braun verbunden ist, wo es eben darum geht, also zentrale Arbeiten wie Kochen, Waschen und Reinigen eben aus dem Einzelhaushalt auszulagern und zentral zu organisieren und dann machen diese Arbeit zwar sozusagen immer noch vorwiegend Frauen, aber halt genossenschaftlich organisiert, so als Angestellte. Und genau, es gab auf jeden Fall schon Anfang des 19. Jahrhunderts auch Kritik von Clara Zetkin, der Chefredakteurin der sozialdemokratischen Frauenzeitschrift Die Gleichheit, damals noch danach Kommunistin, dass das eben die gegen wie Lilli Braun wettert und sagt, das ist einfach viel zu teuer, das können sich Arbeiterinnen gar nicht leisten. Aber auch da, also diese Kritik war den Wienerinnen, die dafür argumentierten, auch durchaus bekannt. Und eben dieses Argument, dass es sozusagen in Wirklichkeit viel billiger ist, da zu leben, als in einem Einzelhaushalt, wurde sehr, sehr stark gemacht von ihnen. Und hier unten sehen Sie der 8-Stunden-Tag einer berufstätigen Mutter, also unter diesem Bild, das ist ein Ausschnitt aus einer Frauenzeitschrift im Roten Wien, die eben wirbt sozusagen damit, dass im Privathaushalt eben die Frau stundenlang bis in die Nacht hinein selber irgendwie waschen, kochen, putzen muss, während sie eben ein Küchenhaus Freizeit hat und Muße genießen kann und zeitungslesend beim Essen sitzen kann. Die Idee war eben, es gab sozusagen ein Küchenhaus, das in Wien umgesetzt wurde, der heißt der sogenannte Heimhof, der eben genossenschaftlich selbstverwaltet war und auch von einer Genossenschaft
Genossenschaft initiiert wurde, die dann aber an finanzielle Schwierigkeiten kam. Und auch da hat die Gemeinde Wien dann eingegriffen und die finanziell unterstützt, den Heimhof auch noch ausgebaut und weitergebaut. Und der konnte sozusagen weiterlaufen, wie es ursprünglich gedacht war. Und da gab es eben eine Großküche unten, die heute nicht mehr vorhanden ist. Da konnten eben die Bewohnerinnen und Bewohner das Essen entweder gemeinschaftlich einnehmen oder mit einem Aufzug direkt in die Wohnungen liefern lassen, die selber nur mit einer kleinen Kochnische ausgestattet waren. Aber gedacht war eben sozusagen, dass nicht mehr einzeln gekocht werden sollte. Und der Heimhof in Wien, der steht im 15. Wiener Gemeindebezirk und existiert eben heute auch noch, nur sozusagen ist nicht mehr ganz so viel, also ist von diesen Gemeinschaftseinrichtungen nicht mehr viel übrig. Und trotz eben vieler, also Bemühungen vieler Aktivistinnen, auch Frauen aus der Sozialdemokratie, sich sozusagen für mehr zentralisierte Bauten einzusetzen, war das nicht das dominierende Modell im Roten Wien. Und das wurde auch scharf angegriffen, damals schon von einzelnen Akteurinnen, wie zum Beispiel Therese Schlesinger von der Sozialdemokratie, die gesagt hat, jetzt werden schon wieder lauter neue Wohnungen gebaut, aber immer noch nach dem alten, verkommenen Prinzip und nicht nach diesen neuen, modernen Möglichkeiten, die eigentlich zur Verfügung stehen würden. Prinzipiell sind die Wohnungen in den Gemeindebauten zugeschnitten schon auf eine Kleinfamilie, also auf diese Idee, dass da sozusagen, also es gibt dieses Bild der sogenannten ordentlichen Arbeiterfamilie, die eben eigentlich eine Kleinfamilie ist mit Mann und Frau und vielleicht zwei Kindern. Und auf diese Konstellation sind auch tatsächlich die Grundrisse der Wohnungen in den Gemeindebauten am ersten zugeschnitten. Und wie gesagt, damals gab es auch schon Kritik daran, aber das war eben die dominierende Form. Und das zeigt vielleicht auch das ganze Ambivalenz der Bild der neuen Frau, auch wie sie propagiert wurde. Also die eben einerseits sich ausgezeichnet hat durch so äußeres Aussehen wie den Bubikopf, also das Idealbild, den Bubikopf, den sogenannten, also diesen Kurzhaarschnitt, Reformkleidung. Sie war jugendlich, sportlich, modern, offen und eine Kameradin für den Ehemann und Freundin für die Kinder. Das heißt, was sowohl damals als auch in der Literatur über das Rote Wien in den 70er, 80er Jahren immer wieder hervorgehoben wurde, ist diese Diskrepanz, dieses Spannungsverhältnis zwischen der Verbesserung der Lebensverhältnisse und der Funktion, also als Instrument der Disziplinierung und Verfestigung vergeschlechtlichter Arbeitsteilung, die da fortgeführt wird. Also sozusagen immer zwei Momente gleichzeitig. Genau, aber was man hier auf jeden Fall, was ich hier noch zeigen wollte, ist das Bild der neuen Frau, wie es repräsentiert wurde, in dem ersten Bild rechts oben. Das ist ein Deckblatt von einer Zeitschrift, von einer sozialdemokratischen Zeitschrift, die heißt Die Frau von heute. Und da ist eigentlich alles abgebildet, was dieses Idealbild so mit sich trägt. Also die Sportlichkeit, Schreiben, Lesen, aber gleichzeitig eben auch eine Familie gründen. Und im Gegensatz zum Beispiel zu den sogenannten Flappers trinkt und raucht die sozialdemokratische neue Frau auch nicht. Okay, dann gibt es eben noch, darüber, das werde ich jetzt ein bisschen kürzer machen, aber trotzdem einmal zeigen, diese anderen Dimensionen, die das Rote Wien auch ausmachen, das umfassende Reformprogramm, das weit über den Wohnbau hinausgeht, nämlich in die Sozialpolitik, also dieser zentrale Fokus zum Beispiel auf Kinder- und Jugendfürsorge mit unheimlich vielen Einrichtungen von Kinderbetreuungseinrichtungen bis eben zu ärztlicher Versorgung. Was aber auch schon ganz stark zum Beispiel einer Forderung auch der Frauenbewegung entspricht, die immer gesagt hat, also der Arbeit, der Proletarischen, die dahingehend argumentiert hat, dass der Staat eben Reproduktionsaufgaben übernehmen soll, um die einzelne Frau eben zu entlasten. Ganz bekannt ist hier der Spruch von Julius Tandler, zuständig für Gesundheit in der Stadt Wien, wer Kindern Paläste baut, reißt Kerkermauern nieder, also diese Idee der Prävention zu nutzen, um eben Infrastruktur auszubauen. Zentral war eben auch diese Fokussierung auf, also biopolitische Fokussierung auf Gesundheit, Sport und Körperkultur, also ein gesunder Arbeiter trinkt nicht, natürlich diesen Spruch, dann gab es TBC-Bekämpfung, unheimlich viele Sportvereine und große Sportevents, die organisiert wurden. Was auch
zentral ist in Wien, was auffällt, also vielleicht kennen Sie das, wenn Sie schon mal in Wien waren, oder auffällt, wenn man in anderen Städten nach Schwimmbädern sucht. Also in Wien gibt es einfach unheimlich viele Schwimmbäder und die sind alle wunderschön. Und die sind auch damals, also die meisten, vor allem aus der Zeit, gebaut worden in Arbeiterinnenbezirken. Genau mit dieser Begründung, mit Gesundheit, Sport und Körperkultur. Und ein besonders bekanntes Bad ist das Amalienbad im 10. Bezirk, ein Favoriten. Das ist so immer noch einer der Arbeiterinnenbezirke, der nach einer Gemeinderätin, Amalie Pölzer, benannt ist, die das mitinitiiert hat. Und damals waren die Stimmen so in der bürgerlichen Presse, da, was für eine Verschwendung, die Arbeiterinnen, also so ein Palast da mitten in den Bezirk zu stellen, die werden das Messing stehlen und überhaupt, das wird nicht funktionieren. Und naja, das Bad steht auf jeden Fall noch immer und wer nach Wien kommt und wenn der Lockdown aus ist, sollte sich das mal von innen ansehen. Dann eben Bereich Erziehung und Bildung, also dieser Anspruch, eine umfassende Demokratisierung und der Bildung und Schule vorzunehmen, bezog sich aber eben nicht nur auf Kleinkinder, sondern eben auch auf Erwachsenenbildung. Relevant war hier nochmal die Idee der Gesamtschule, also die Kinder nicht zu früh zu trennen und genau, zentrale eben reformpädagogische Methoden, die da erprobt wurden, auch also zum Beispiel mit Montessori-Methoden. Dann gibt es so unheimlich viele Vereine und Kultureinrichtungen wie Bibliotheken für Arbeiterinnen, also ein bisschen so die Kopie für das, was es schon im Bürgerinnentum gab, eben auch für Arbeiterinnen zugänglich zu machen, Theater, Konzerte und diverse Bildungseinrichtungen, die dann auch immer vor Ort in den Gemeindebauten zu finden waren. Zentral auch, also nur um den Grad der Organisierung auch das der Partei nochmal zu zeigen, ist, es gab sozusagen für jeden Lebensabschnitt und für jedes Hobby sozusagen auch einen Verein, der irgendwie sozialdemokratisch angebunden war, in allen Lebens- und Freizeitbereichen. Und schließlich auch noch, also typisch für die Zeit sind diese Großveranstaltungen, wie eben Riesensportveranstaltungen mit theatralischen Inszenierungen im Vorfeld oder eben diverse Aufmärsche und Demonstrationen. Dann komme ich damit zum dritten und letzten Punkt, nämlich zum Aufstieg der Rechten und dem Ende des Roten Wiens. Also einfach nochmal, um es begreiflich zu machen, wie ein Projekt, das so gut verankert war, einfach binnen kürzester Zeit niedergeschlagen werden konnte. Auf jeden Fall war die, also in die Zwischenkriegszeit und die Zeit der Ersten Republik, also seit 1919 in Österreich, war nicht nur geprägt vom Erstarken der Sozialdemokratie, sondern auch eben vom Aufstieg autoritärer und faschistischer Kräfte. Also in ganz Europa war sozusagen der Aufstieg des Faschismus präsent. Und es gab dann eben diesen zentralen Konflikt zwischen demokratiepolitischen Errungenschaften der Frauen-, Arbeiterinnen- und Räterbewegung und eben der politischen Projekte von rechten, antidemokratischen, autoritären, faschistischen und nationalsozialistischen Projekten oder Kräften, war eben auch in Österreich und in Wien spürbar. So. Plus hinzu kommt natürlich die krisenhafte wirtschaftliche Entwicklung, die also einfach fast durchgehend war, bis auf einen kleinen Aufschwung von 20er Jahren. Und dann den Höhepunkt nochmal hatte durch die Wirtschaftskrise 1929, also den Crash in der New Yorker Börse, der ein Startpunkt war für eine weitere Etappe der Finanz- und Wirtschaftskrise. Und während in dieser Zeit die Sozialdemokratie versucht hat, ihren Fokus weiterhin auf Fokus der Anstrengung weiterhin auf die Hauptstadt, also auf Wien zu legen, formierten sich eben schon rechte und faschistische Kräfte in den eher ländlich geprägten Bundesländern rund um die Bundesregierung und um die Stadt. Und um es vorwegzunehmen, endgültige Ausschaltung des Projekts kam dann 1933, also als die Demokratie durch den Austrofaschismus ausgeschaltet wurde und dann 1934 mit der militärischen Niederschlagung der Aufstände der Arbeiterinnen und Arbeiter gegen sozusagen diese faschistischen Entwicklung. Dazu werde ich aber gleich noch was sagen. Aber die Bilder, die ich hier eingeführt habe, sind also exemplarisch hier einmal ein Bild von 1934 rechts von einer zerschossenen Genossenschaft, also weil dann eben die Panzer und Kanonen quasi gegen die Gemeindebauten noch eingesetzt wurden. Und hier unten eine Veranstaltung der Sozialdemokratie aus dem Jahr 1932, wo eben die Nationalsozialistische Partei auf einmal 17% der Stimmen hatte
Und die sozialdemokratischen Frauen damals schon, also die Partei überhaupt, ganz stark natürlich agitiert hat gegen den Aufstieg des Faschismus und vor allem sich da auseinandergesetzt hat mit der Rolle des Frauen, der Frau im Dritten Reich, dem faschistischen Frauenbild. Aber nochmal einen Sprung zurück. Also diese Finanz- und Wirtschaftskrise hat stark sozusagen zugeschlagen in Österreich und es hat sich sozusagen zu einer Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise ausgeweitet und war eben auf Seiten der Bundesregierung vor allem mit Austerität und autoritären Antworten auf die Krise beantwortet worden. Und damit stieg der finanzielle Druck auf die Stadt Wien, also von der Bundesregierung, die Druck gemacht hat auf die Verwaltung in Wien, die eben verlangte Einsparungen und Zahlungen von der Stadt. Und die Rote Gemeinde versucht aber trotzdem, das ganze Investitionsprogramm weiterzuführen, insbesondere im Bereich des Wohnbaus, wenn auch in verringertem Ausmaß. Und was ich hier unten eingeblendet habe, ist eine Überschrift aus der Arbeiterzeitung von einem Bericht des Wiener Gemeinderats eben im Zeichen der Sparsamkeit, also die Fragen, die sie diskutiert haben vor dem Hintergrund der Wirtschafts- und Finanzkrise und dem Budget im Roten Wien. Genau, und es gab von Seiten, sowohl von Seiten der Sozialdemokratie, als natürlich auch von den Kommunistinnen, starke Kritik an dieser autoritären und austeritätspolitischen, vor allem Krisenbearbeitung. Und die Sozialdemokratie hat sich vor allem in Wien dagegen gestellt, aber auf Bundesebene hat sie halt die Gesetze teilweise mitgetragen, also die auch sozusagen Einschnitte und Kürzungen bedeutet haben, und hat aber trotzdem versucht, gegen diese Kürzungen gleichzeitig mobil zu machen. Zum Beispiel, also ich führe jetzt nochmal zwei Beispiele ein von einer Sozialdemokratin, die im Nationalrat saß, von Gabriele Pruft, die eben 2 Jahre nach der Krise schreibt: Die Krise, Geschäftsleute verlangen Steuererleichterungen, Fabrikanten den Abbau der sozialen Lasten. In Zeiten der Krise sollen alle geschützt werden, nur arbeitenden Menschen, besonders Frauen und Jugendlichen, wird noch genommen. Also da geht es um Budgetverhandlungen, die geführt wurden. Und sozusagen, es war ein auf jeden Fall ein sehr dominantes Thema, sich gegen sozusagen die Krisenpolitik aufzulehnen und gegen die Kürzungen. Hier zum Beispiel Verdrängung der Frauenarbeit infolge der Krise oder die Arbeitslosenunterstützung wird gekürzt. Also wir kennen das ja auch ein bisschen nach der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise. Es gab aber auch die Kritik der Kommunistinnen. Die wurden sozusagen niemals, also die waren niemals im Parlament vertreten, die hatten immer zu wenig Stimme und haben aber immer sozusagen auch durchgehend am Roten Wien Kritik geübt, natürlich weil es ihnen zu wenig revolutionär und zu wenig weitgehend war. Aber hier auch konkret an der Sparpolitik des Roten Wiens, also zum Beispiel ein Auszug aus der Arbeiterin, das ist die Zeitung der kommunistischen Frauen aus dem Jahr 1930, schreibt eben, wie die Rote Gemeinde spart und zählt so auf: Erhöhung des Kindertagesgelds oder eben des Straßenbahnfahrpreises, des Strompreises und so weiter. Und resümiert dann Breitner, also nochmal der Finanzstadtrat von Wien, der Sozialdemokratische, nimmt der Arbeiter vor den letzten Groschen aus der Tasche. Breitner besteuert die Arbeitslosen, um den Kapitalisten Milliardengeschenke zu machen. Genau, also sie hatten, wie gesagt, Regierungsverantwortung und haben aber immer deshalb sozusagen auch viel besser und stärker nochmal auch Kritik üben können. Ausgeschaltet wurde tatsächlich das Rote Wien durch den Austrofaschismus im Jahr 1934, die dann einfach nach der, also es gab sozusagen einen, im Februar 1934, einen Aufstand der Arbeiterinnen und Arbeiter gegen den Faschismus. Der wurde eben niedergeschlagen und im Anschluss wurde die sozialdemokratische Stadtregierung einfach verhaftet und die Stadt unter Verwaltung gestellt. Und vor allem so zentrale Errungenschaften oder zentrale Reformen des Roten Wiens sofort wieder rückgängig gemacht. Ich meine natürlich die steuerlichen Regelungen, da wurde viel geändert. Das Wohnbauprogramm wurde beendet und auch der Ausbau der sozialen Infrastruktur zum Beispiel nicht fortgesetzt. Und auch symbolisch jetzt, was jetzt die Freiräume in so frauenpolitischen Errungenschaften betrifft, ist natürlich, dass die Gemeinschaftsküche im Einküchenhaus sofort geschlossen wurde, weil das dem Bild der Austrofaschismus von Frauen und Familie entgegenstand. Also zum symbolischen Gehalt. Und die Arbeiterinnen, also die Arbeit der Zeitung in dem Fall, die schon zu dem Zeitpunkt längst illegalisiert wird, war resümiert dann zu diesem Zeitpunkt 1935. Die Millionengeschenke an die Reichen, also zum Wien konkret, die Millionengeschenke an die Reichen und Allerreichsten haben ein großes Loch in das Gemeindebudget gerissen.
gestopft haben sie es dadurch, dass sie keine Wohnungen mehr bauen, dass sie die Fürsorge für die Armen zerschlagen haben und das Schulwesen verkommen ließen. Okay. Ah ja, und da ist jetzt erstmal mein Vortrag, wäre jetzt am Ende, aber um das nicht ganz so dramatisch enden zu lassen, so endgültig, möchte ich nur sagen, es gab sozusagen auch Kontinuitäten von den Kräften, die im Roten Wien noch im Werk waren. Zum Beispiel leisteten genug Menschen dann auch von der Widerstand gegen Faschismus und Nationalsozialismus, und es gab auch einzelne Politikerpersönlichkeiten und Aktivistinnen, die überlebt haben nach, und versucht haben, nach der Befreiung 1945 tatsächlich ihre Ideen, wie sie in der Zwischenkriegszeit auch entwickelt wurden, weiterzutragen. Es hat mal besser, mal schlechter geklappt, aber es gibt sozusagen nicht nur einen abrupten Bruch, wollte ich damit sagen, und auch baulich in Wien und von dem, was übergeblieben ist, vom Roten Wien, ist noch einiges vorhanden in der Stadt. Aber das ist jetzt, wäre jetzt nochmal ein anderer Vortrag. Genau. Und hier möchte ich vielleicht nochmal deshalb zum Abschluss zeigen, also die Bautätigkeit in Wien. Ich hoffe, man kann das erkennen, und es ist nicht zu klein. Also das ist also eine Broschüre, das können Sie sich auch im Internet runterladen. Das ist gratis auf der Seite von der Stadt Wien, das heißt das Rote Wien in Zahlen. Da sehen Sie, dass die Gemeindebauten, also der Höhepunkt der Bautätigkeit, tatsächlich in den 20er Jahren waren, aber eben mit sozusagen verschiedenen Einbrüchen bis sozusagen und Pausen fortgesetzt werden. Also dass es sozusagen vor allem nochmal in der Nachkriegszeit, also in den 50er Jahren eine große Bautätigkeit gab und in den 70er, 80er Jahren auch. Okay. Ja, dann sage ich jetzt mal an dieser Stelle vielen Dank für die Aufmerksamkeit, und ich habe es schon angekündigt im Vorfeld, es gäbe auch noch einen Film über das Rote Wien, das ist ein Werbefilm von der Sozialdemokratie selbst aus den 1920er Jahren, und es gibt noch die Möglichkeit, dass ich da dann zum Abschluss einen kurzen Ausschnitt zeige. Aber das überlasse ich Julia, die Entscheidung. Vielen, vielen Dank, Veronika Duma, für diese sehr spannende Präsentation. Besonders beeindruckend finde ich auch die Rolle der Frauen, die du ja auch sehr deutlich dargestellt hast in der Geschichte des Roten Wiens. Ich finde einfach, das Rote Wien ist eine großartige Initiative der damaligen Sozialdemokratie. Und ich glaube, wenn sich das Konzept in Europa durchgesetzt hätte, hätten wir vielleicht heute alle bessere Wohnverhältnisse. Du hattest es ja schon so ein bisschen angedeutet. Die Schwimmbäder, die es nach wie vor gibt in Wien. Hier hinter mir auf dem Bild, da ist der Karl-Marx-Hof, den kann man sich heute auch noch anschauen. Es gibt noch so viele Gebäude aus dieser Zeit, und du hattest es ja auch gesagt, also jetzt die heutige Situation würde jetzt einen eigenen Vortrag ausmachen. Aber würdest du sagen, dass praktisch die Initiative des Roten Wiens im Endeffekt auch die Wohnungspolitik von heute denn beeinflusst hat, oder ist davon noch was übrig geblieben? Genau, ja. Also einerseits würde ich sagen, natürlich auf jeden Fall. Also man sieht im Stadtbild einfach noch diese Bauten, die bestehen noch, also die prägen das Stadtbild. Die sind auch immer noch Gemeindebauten. Also es wurde zum Beispiel, also diese Privatisierung von Gemeindewohnungen, die gab es halt nicht, oder in so einem wirklich, wenn in einem ganz, ganz geringen Ausmaß. Das heißt, sie bestehen tatsächlich, es gibt diese Wohnungen, und das sind für heute immer noch fast 500.000 Personen, glaube ich, die in so Gemeindebauten wohnen. Genau, die Stadt Wien ist immer noch sozusagen eine der größten Hausverwaltungen, wenn man so möchte, glaube ich, in Europa mit über 220.000 Gemeindewohnungen. Und gleichzeitig, genau, die Bautätigkeit hat eben auch nicht, also abgesehen von Pausen, aber sie hat sozusagen, ist bis in die Gegenwart weitergeführt worden, natürlich in keinem so großen Ausmaß. Aber es ist natürlich, nicht vergleichbar mit dieser Epoche aus den 20er Jahren. Und Wien ist auch sozusagen nicht, also es gab schon in den 80er Jahren auch mit der Neoliberalisierung des Wohnungsmarkts, also das ist schon auch in Wien angekommen. Also da gab es eine Aushöhlung dieser ganzen Mieterschutzgesetze und des Wohnungsmarkts, eine neoliberale Aushöhlung. Das heißt, man merkt auch da, also dass die ganzen Trends wie in anderen europäischen Städten, also die Mieten steigen, die Wohnungen werden verknappt und so weiter. Aber es gibt eben diesen
großen Bestand, der immer noch existiert und tatsächlich halt auch einen Unterschied macht. So. Ja. Sehr, sehr, sehr spannend. Jetzt vielleicht nochmal zurück in die Geschichte. Gab es diese Initiative eigentlich nur in Wien? Und also ich sag mal, die Sozialdemokratie Österreichs, die SPÖ, die gab es ja auch in anderen Städten in Österreich. Und warum gab es das eigentlich nur in Wien? Und warum hat sich das nicht durchgesetzt in ganz Österreich? Weil offenbar hat man ja sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Naja, also weil, also es gab tatsächlich in mehreren auch wichtigen Städten, zum Beispiel in Linz, fast durchgehend und auch teilweise in Steyr, so sozialdemokratische Bürgermeister, also auch eine Stärke der Partei. Aber der Unterschied ist tatsächlich, und ich glaube, das ist das Zentrale, dass es eben auch also ein eigenes Bundesland geworden ist und dadurch eben diese eine Steuerstellschrauben selber drehen konnte. Und ich glaube, das ist halt zentral für die finanzielle Durchsetzbarkeit auch des ganzen Programms gewesen. Das war den anderen Bundesländern nicht möglich. Und nochmal mit der Betonung eben, dass ja generell die Kräfteverhältnisse eher auch zugunsten der christlich-sozialen Parteien standen, vor allem was ländlichere Gegenden betraf. Und jetzt haben wir schon eine Frage, die uns über unsere Kommentarspalten erreicht hat. Und zwar möchte da gerne jemand wissen, wie wurde das Rote Wien eigentlich finanziert? Also ich habe das kurz vorgestellt über diese sogenannten Breitner-Steuern, also worunter sozusagen der Stadtrat Breitner vor allem bekannt wurde, Das war generell eine massive Umverteilung, die auch sozusagen offensiv propagiert wurde. Also wurde immer gezeigt, sehen Sie, da holen wir uns das Geld und damit bauen wir Wohnungen, Kinderheime und so weiter und so fort und Krankenhäuser. Und die hat eben einerseits über eine Luxusbesteuerung funktioniert, also Luxuskonsum und Luxusgüter. Und andererseits eben zentral die Wohnbausteuer, eben mit der ganz viel Geld auch hineingekommen ist und auf der sozusagen die mit denen eben über die Möglichkeit bestanden hat, das Programm zu finanzieren. So. Ja. Genau, und dann hätte ich noch eine letzte Frage, und zwar, wie wäre deine Einschätzung, was können wir heute noch vom Roten Wien lernen? Naja, das kommt immer darauf an, was man sozusagen lernen möchte, aber natürlich, also ich habe es ja schon gesagt, also das, an diesen Steuerstellschrauben kann man einiges, also wenn die passenden Mehrheiten dahinter stehen, kann man sozusagen mit viel Zustimmung einiges verändern so, und umverteilen und dann auch die Basis legen für weitere stadtpolitische Veränderungen. Das kann man vielleicht noch lernen, oder so viel. Einfach mehr, also dann, was man sicher lernen kann, ist, wie sehr die Stadt Wien auch nochmal Räume eröffnet hat und überhaupt sozusagen neue Ideen Platz zu geben, also auch wenn sie sozusagen dann nicht dominieren wurden, ich habe versucht, einige vorzustellen, aber auch einfach Experimente im Bereich von Bauen, Wohnen und Leben irgendwie zuzulassen. Was kann man noch lernen? Naja, dass man eben nicht einfach nur auf die Mietsituation und auf die Wohnsituation schaut, sondern dass Kultur, Politik, Familien, alles wurde mitgedacht. Und das finde ich einfach so grandios. Und ich hoffe, dass sich Sozialdemokraten und Linke wieder auf dieses Konzept berufen oder sich das nochmal sehr genau anschauen. Und ich glaube, es ist nach wie vor aktuell. Veronika Duma, ich möchte mich ganz herzlich bei dir für den sehr spannenden Vortrag bedanken. Wir hoffen, dass es bald wieder möglich sein wird, Bildungsreisen zu unternehmen, denn die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat eine Bildungsreise zum Roten Wien im Programm, wo wir uns mit der Geschichte beschäftigen wollen, aber auch mit der aktuellen Wohnsituation des Gemeindebaus und natürlich die wunderschönen historischen Bauten und ich denke auch die Schwimmbäder anschauen wollen. Ja, für weitere Veranstaltungen der Rosa-Luxemburg-Stiftung Bayern schauen Sie bitte auf unsere Webseite www.by.rosalux.de. Ich wünsche uns allen noch einen sehr schönen Abend. Bleiben Sie gesund und bis bald. Und jetzt schauen wir uns noch den kleinen Werbefilm zum Roten Wien an. Und ich freue mich darauf.